Das ist jetzt schon der dritte Tag hintereinander beugen. Aber ich wollte es jetzt einfach nochmal ausprobieren mit einem weiteren Stand. Weil, wie ich schon erwähnt hatte, da gibt es halt so Tests, wie man rausfinden kann, ob die Hüfte bei einem neutral ist, also das Hüftgelenk, wie der Oberschenkelknochen ins Hüftgelenk eingelagert oder gelagert ist, ob es neutral ist, sprich so. Meine ist maximal retrovertiert, das Gegenteil ist, glaube ich, anteriert oder so. Das wäre so eingedreht, in der Hüftknochen so eingedreht. Sitzt bei mir, sitzt halt so eingedreht. Und das heißt, im Prinzip so ist meine Hüfte, bei dem Stand ist meine Hüfte immer noch nicht mobil, weil der Winkel nicht optimal dieser maximalen nach Außendrehung entspricht. Das wäre im Prinzip, ja, so breit oder fast so breit. Das wäre so, eigentlich müsste ich noch einen Tick weiter vom Gefühl her gehen. Ich versuche dann die Hantel möglichst weit unten abzulegen, aber trotzdem noch heilbar, aber nicht auf den Trapezmuskel, sondern auf der Mitte des Trapezmuskels. So eine Mischung, also mit Bar, Squat sozusagen, Medium Bar. Man merkt, ich bin Sternzeichen Krebs, so wie das hier aussieht. Nee, daran lag es nicht. Ich habe jetzt aber auch nichts in den Fußgelenken an Spannung gefühlt, sondern jetzt in Hamstrings. Einfach wegen dem breiten Stand. Nee, das löst das Problem auch nicht. Ja, ich kann jetzt aber auch keine Squats machen. Komplett fertig noch von gestern und vorgestern. Habe halt auch Skifalls gehabt gestern, der ist jetzt immer noch total unter Spannung auf der rechten Seite. Deswegen kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mal das Bankdrücken machen. Ja, das hatte. Ich habe jetzt halt gespürt, mit dem weiten Stand. Also, wenn ich mich hier festhalte an der Stange, ich halte mich gerade fest, dann habe ich kein Problem, tief zu kommen, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, es muss irgendwie vielleicht mit dem unteren Rücken oder Hüfte zusammenhängen. Ich weiß auch nicht. So, ab hier tut es weh. Ja, also wenn ich so breit stehe, dann sind es natürlich die Adduktoren. Die sind überspannt. Die sind nicht mobil genug dafür. Das geht nur bis hier mit Adduktoren. Da wird es sehr schmerzhaft. Wenn ich jetzt neutraler stehe vom Stand, dann ist es der rechte Fuß, aber nur der rechte, der linke irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was mit dem rechten los ist. Der kommt hoch. Dann geht es so bis hier und dann kommt der rechts hoch. Links ist gar kein Problem. Der bleibt wie er ist, aber der rechte kommt hoch. Dann ist es vielleicht doch das Fußgelenk, das rechte, aber ich weiß nicht warum. Warum das rechte? Das linke hat kein Problem. Was ist da los mit dem rechten Fußgelenk? Ich hatte da eigentlich keine Verletzung. Selbst hier schon merke ich ja so einen Druck vorne und hier gar nichts. Und das kommt dann hier einfach mit hoch. Scheiße. Dann habe ich eine einseitige Fußgelenksimmobilität. Dann muss ich das in den Griff kriegen, das ist ja richtig nervig. Mit Squats schon funktioniert es für mich nicht zu beugen. Wenn ich mich festhalte, ist es wieder halt kein Problem. Dann bleibt der Oberkörper auch aufrecht. Dann kann ich halt auch, guck mal, kann ich mich zurücklehnen, natürlich ist klar. Aber ist ja gar kein Problem. Auch von der Mobilität nicht, von den Fußgelenken.
Das ist nur, wenn der Winkel bei der Achillessehne irgendwie so krass wird. Die Knie kommen halt nach vorne bei der Beuge und dann wird der Winkel hier hinten zu krass bei der Achillessehne und vorne entsprechend auch. Aber irgendwie nur am rechten Fuß. Ich weiß nicht, wie ich das fixen kann. Wenn ich festhalte, müssen die Knie nicht so weit nach vorne kommen. Sondern ich kann halt, die Knie kommen quasi gar nicht nach vorne. Ich kann hier so rein. Liegt das dann vielleicht doch am Rücken eher, an der Rückenstabilität? Dass bei der Backsquat meine Knie kommen irgendwie. Ich mache das mal jetzt übertrieben, sodass die Hüfte erst ganz spät kommt. Das heißt, meine Knie kommen also auch zur Seite, klar, aber auch nach vorne. Ich mache es übertrieben, jetzt nur Knie. Und dann ist hier nämlich schon Ende. Wenn ich jetzt aber Hüfte mache, dann ist es halt kein Problem. Ich versuche das mal jetzt mit Gewicht. Ob das dann immer noch geht. Ne, ich komme gar nicht. Ich kann. Ne, die Knie kommen automatisch nach vorne, weil das Gewicht, das drückt mich halt nach vorne. Sofort. Ich glaube, selbst wenn ich nur die Stange hätte, würde mich das durch die Position einfach nach vorne drücken, weil auch der Rücken nach vorne gebeugt ist durch die Back Squat. Ich denke, bei einer Selfie Squat Bar sieht das anders aus. Aber. Ach, oh, ich versuche die Knie nicht nach vorne ausbrechen zu lassen. Oh, dann geht es, aber das ist extrem anstrengend. Das geht alles auf die Hamstrings. Vielleicht liegt es daran, dass die Technik halt immer falsch war, dass ich immer die Knie zu weit nach vorne kommen lassen habe. Genau, es ging gerade, aber es war halt, selbst mit 77 Kilo, extrem anstrengend. Sich einfach so, oh, ich falle schon nach hinten um, wenn ich mich nicht festhalte. Oh, oh, das hat ein ganz anderer Bewegungsablauf. Dann müsste ich mich bei der Kniebeuge von null wieder hochtrainieren. Oh. Ja, liegt das dann wirklich an der Technik? Muss ich jetzt wirklich trainieren, den Knien kein bisschen nach vorne zu kommen? Oder so eine Mischung? Also mit Headfield Squats gar kein Problem. Oh, da ist direkt im unteren Rücken zu viel Spannung. Das ist dann zu immobil, der untere Rücken. Deswegen ist extrem Spannung, extrem jetzt auf die Hamstrings. Oh. Ich weiß nicht, ob das so richtig oder gut ist. Aber mit Festhalten geht es halt, weil dann braucht der Rücken das nicht stabilisieren. Dann bin ich vielleicht verkürzt im Rücken für die Kniebeuge. Dann mache ich bei der Kniebeuge zu sehr Kniebeuge, also zu sehr Kniestreckung. Ich versuche mal gleichzeitig Hüfte und Knie zu beugen. Boah, das ist anstrengend. Weil die Hamstrings verkürzen und Unterrücken. Vielleicht muss ich das dann komplett neu lernen. Und damit ich halt genug Reiz kriege auf die Beine und Hüfte und alles, muss ich dann supplementieren mit Headfield Squats, wo ich den Rücken dann entlaste. Wo ich mich dann einfach festhalten kann, weil dann ist es halt gar kein Problem. Und mit relativ weitem Stand. Hier sind meine Arme durchgestreckt, ansonsten würde ich noch tiefer kommen. Ich halte mich mal hier fest. Ich habe kein Problem, sogar so tief zu gehen. Habe ich keine Spannung auf irgendeinem Körperteil. Auch nicht auf die Fußgelenke. Das heißt, ich vermute jetzt,
durch den Test, dass mein unterer Rücken stark verkürzt ist und eben auch die Hamstrings. Aber wenn ich ohne Festhalten das versuche, dass die Knie nicht nach, zu weit nach vorne ausbrechen, ich habe das Gefühl, ich falle um. Ja, so ganz schlüssig werde ich noch nicht draus, ist noch jetzt keine abschließende Analyse. Auf jeden Fall interessant, dass es mit Headfield Sports gehen würde und vielleicht auch mit der SSB. Da müsste ich irgendwie den Rücken mobiler kriegen, besonders den unteren Rücken. Eigentlich kenne ich das so, dass man sagt, dass die Knie nicht nach vorne, also, nee, dass die Knie schon nach vorne sollen, zwar nicht zu stark, und bei mir kommen die auch so zur Seite, aber trotzdem auch nach vorne. Vielleicht ist da die Mischung das Richtige. Ja, das ist erstmal so eine erste Analyse, um bei der Problematik weiterzukommen.